Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fee. So, meine Lieben, ja, im ersten und letzten Part haben wir, also nicht im ersten und letzten, im letzten Part, der ja auch der erste Part war, haben wir Fee hier kennengelernt und seine Gesangskünste haben wir kennengelernt. Und dann sind komische Wesen aufgetaucht und haben unseren kleinen Freund entführt. Was ist das? Oh. Sieht aber nicht so gut aus hier, ne? Kann es sein, dass ich gerade einen von diesen Riesenviechern spiele? Vermutlich, ne? Das sind ganz schön viele, die hier rumrennen. Ja, alles gut. Okay. Also entweder war das jetzt eine Erinnerung oder es war so eine, was halt jetzt gerade passiert oder so. Die Geräusche, ey. Voll niedlich. Jetzt haben sie schon wieder was gefangen. Aua. Oh, wir können ihm nicht helfen. Ja, ich weiß, du möchtest mir irgendwie helfen, aber wie soll ich denn da hochkommen? An Steinen kann ich nicht hochklettern. An diesen komischen Dingern auch nicht. Ich muss da irgendwie hochkommen. Wenn du dich verirrt hast, rufe Vögel, sie weisen dir den Weg. Okay. Wo ist er denn? Ach, da. Was mache ich jetzt damit? Das muss ich ja wohl irgendwo hinbringen. L2. Ah. Ha, ich konnte ihn retten. Du kannst erst mit erwachsenen Tieren kommunizieren, wenn du ihre Sprache gelernt hast. Okay. Ist das süß. Ist das süß. Ah, ich habe schon ganz vergessen, dass ich eine Karte habe. Hier muss ich wohl lang. Danke, kleiner Vogel, dass du mir hilfst. Danke. Ich habe einen neuen kleinen Freund, aber wir müssen den alten kleinen Freund auch retten.
Nicht so schnell. Wir haben übrigens diese vier Dinger gar nicht gefunden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt vorbei ist oder ob wir die doch noch irgendwo finden können. Wo bin ich denn? Da bin ich. So, da soll ich hin. Alles klar, ich sehe schon. Dankeschön. Juhu. Da ist er echt schon wieder eingesperrt worden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Was ist denn das? Was bist denn du? Okay. Ich habe das Gefühl, da passiert nicht viel. Oh. Oh nein. Was machen die denn da? Ich muss mich verstecken. Die haben ihn gefangen. Die haben ihn einfach gefangen. Oh oh. Oh oh. Oh nein, okay. Also das war nicht das Rätselslösung. Ich dachte, vielleicht kann ich die da oben irgendwie dazu bewegen, mir zu helfen. Aber anscheinend nicht. Aber was muss ich denn dann jetzt da machen? Oh, das bin ich, wa? Das bin ich da drin. Tja, was muss ich jetzt machen? Also das da ist immer noch mein Ziel. Muss ich da einfach was gegenschmeißen? Okay. Ich glaube, er hat sie vertrieben jetzt. Ah, da fehlen die Eier, glaube ich, oder? Haben sie die geklaut oder was? Ach, warte mal, eins liegt ja hier. Bitteschön.
Du kannst an jedem Ort einen Leitvogel herbeirufen. Rufe dazu einfach eine kurze Zeit so laut du kannst. Okay. So, aber ich habe ja auch noch die Karte und die Karte sagt, da hinten, da ist ein Ei. Aber er lässt es nicht los, ne? Wie kriege ich den denn jetzt dazu, dass er das loslässt? Ist der Vogel angekommen? Rufe erneut, damit er dich leitet. Ja. Was soll ich denn hier machen? Der macht jetzt hier so lustige Spiralen, aber... Der hat das Ei gar nicht, ne? Ne, der watschelt da oben rum, der das Ei hat. Na, da müssen wir mal gucken. Wir werden bestimmt gleich wieder sterben. Vor allem, da komme ich doch gar nicht hoch. Wohl vielleicht doch. So. Bis hierhin haben wir es geschafft. Der Vogel flattert aber immer noch da unten rum. Ich weiß nur nicht, wieso. Wieso flattert der da unten rum? Ja. Das sieht mir hier nicht so gut aus. Also ganz ehrlich, wo auch immer der Typ mit dem Ei hin ist, ich glaube, das können wir hier vergessen. Hier sind ja viel zu viele von diesen Typen. Die muss ich ja wohl erstmal irgendwie ausschalten können, oder nicht? Wo geht's denn weiter? Okay. Moment, ich sehe die Linie nicht. Ich weiß nicht, wie laut ich dann, wie stark ich drücken muss, wenn ich die Linie nicht sehe. So, geschafft. Ja, wir sind alle Freunde hier. Aha. Ach so, okay. Das ist alles. Dafür haben wir das jetzt gemacht. Das heißt, ich muss doch hier hoch, oder wie? Aber hier ist ja noch eins. Hallo, Freunde. So, perfekt. Wir sind wieder befreundet. Kannst du das da für mich öffnen? Dankeschön. So, jetzt bin ich hier oben. Die Frage ist nur, bringt mir das was? Ich habe keine Ahnung. Heieieiei. Aha! Der hat das Ei jetzt dahin gebracht. Jetzt steht er da blöd rum.
Nimm das mal mit, ja? So. Schön vorsichtig. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Okay, das können wir jetzt auch wieder zurückbringen, das Ei. Jawohl, wir haben es herausgefunden. Es hat ein bisschen gedauert. Man muss halt echt überlegen, was man machen muss. Jetzt mal hier noch schön vorsichtig. Oh oh. Der sieht mich ja fast. Ich weiß nicht, sieht er mich nicht, wenn ich da lang gehe? Kann ich einen anderen Weg gehen? Da werde ich wohl nicht drauf kommen. Aber vielleicht habe ich ja auch Glück und er sieht mich gar nicht. Ja, komm. Er kann mich gar nicht mehr sehen, oder? Ich bin auch schon viel zu weit weg. Ich laufe einfach. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, jetzt muss ich nur noch da hochkommen wieder. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus hier. Dann haben wir das zweite Ei nämlich jetzt auch nach Hause gebracht. Bitteschön. Jetzt ist er glücklich. Naja, fast. So, noch zwei weitere. Das andere müsste ja jetzt hier irgendwo sein. Jupp. Schnell wieder verstecken. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Müsste machbar sein, oder? Ja, sehr gut. Ah, der läuft aber weit weg. Jetzt habe ich hier aber ein Problem. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Weil der so hoch springen kann und ich eben nicht. Naja, mal gucken. Wir können ja mal hier an dem Baum hoch. Sieht mir doch so aus, als ob uns das helfen würde, oder? Jawohl. So, da oben ist er. Und da ist er. Oh Gott, wir gehen hier richtig in die Höhle des Löwen, habe ich so das Gefühl. Na komm. Oha. 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 Na, das kann ja was werden. Gibst du mir das Ei, bitte? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich ganz lieb bitte sage. Oh oh.
Okay. Oh. Ich wollte ja nur mal das da freischalten. Also wir könnten ja vielleicht darauf klettern. So. Das ist ja schon mal gut. Aber warum sollte ich das tun? Was mache ich jetzt hier oben? Ich glaube, ich muss einmal Krach machen. Hast du eine Idee, Vögelchen? Ja, der hat das Ei, ich weiß, aber wie nehme ich ihm das weg? Ich habe Angst vor ihm. Ich gehe doch nicht einfach darunter, um mit dem zu kommunizieren. Der ist bestimmt nicht nett. Oh, der ist bestimmt nicht nett. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Aber irgendwas muss ich ja mit ihm machen. Vielleicht kann ich auf ihn draufspringen. Um ihn so zu ärgern oder so. Aber der ist rot. Das klingt so niedlich. Komm schon, lass uns spielen. Okay, vielleicht muss ich doch runter. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, aber... Lässt Mini in Ruhe. Der lässt mich nicht in Ruhe. Mensch, wie kriege ich ihn denn dazu? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie man ihn dazu kriegen soll, dass er das Ei loslässt. Böse. Wir schreien uns hier gegenseitig an. Also so komme ich nicht weiter. Hier muss doch irgendwas sein, was mir hilft. Irgendwas. Ich glaube, ich folge mal dem Vogel.
Der ist ja gerade weggeflogen. Ich habe echt keine Ahnung, was ich da machen soll bei dem. Jetzt gehe ich ja eigentlich von ihm weg, ne? Mit denen kann ich noch nicht kommunizieren. Aber mit dem kann ich kommunizieren. Kommst du mit? Aber ich weiß nicht, wie der mir helfen kann. Aber er kommt auf jeden Fall mit. Da kommen wir nicht hoch. Tja. Hast du eine Idee, kleiner Freund? Aber hier ist doch eigentlich nichts, wofür ich den bräuchte. Keine Blume, nix. Ach Mensch, ich habe keine Ahnung gerade, wo es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihm das Ei abluchsen könnte. Vielleicht kann ich es ihm einfach klauen. Gib mir das verdammte Ei. Vielleicht kann er ja die Säule kaputt machen da. Aber ich glaube nicht, ne? Es bringt nichts. Doch, ich glaube, er macht die kaputt, oder? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, da passiert doch nichts. Ich glaube, das sieht nur so aus. Ich glaube, das sieht echt nur so aus. Aber das... Das wäre jetzt vielleicht noch eine Idee gewesen, dass er vielleicht die Säule hier kaputt machen kann. Aber da tut sich nichts, ne? Also ich weiß auch nicht. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das hier hinkriegen soll. Ach, wartet mal, hier ist ja so ein Ding.
Ah, das erklärt einiges. Ja, toll. Das bringt mir doch nichts. Ach doch, er frisst die, oder was? Ach, das sind Beeren. Hat er das Ei jetzt da irgendwo fallen gelassen? Nö, er hat das immer noch in der Hand, ne? Nein, doch nicht, da lag es. Ach. Okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt, wie es geht. Dann machen wir das jetzt auch noch eben. Hat ja auch nur Jahre gedauert. Schnell. Schnell hier wieder weg. Puh. Wir haben es geschafft. Endlich. Hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert ungefähr. Okay, meine Lieben, ich glaube, ich mache an dieser Stelle dann jetzt erst einmal einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.